BIM. BIM. Drei Buchstaben, die in aller Munde sind. Und das zu Recht. Mit dem Building Information Modeling wird es nämlich möglich, transparenter zu planen und zu bauen und so Vorteile über die verschiedenen Projektphasen von einem Gebäude zu schaffen. Bis und mit in Betrieb. Das gilt auch und ganz besonders für die Sicherheitsgewerke im Gebäude. Sie lassen sich deutlich effizienter planen und betreiben. Der Werner Fehlmann, Head National Accounts und BIM Schweiz bei Siemens Schweiz AG, sagt: Wir bei Siemens haben jetzt in den letzten, muss sagen, bald Jahren, haben wir Fire Safety gefördert, dementsprechend dort das mit dem Modell und mit BIM zu unterstützen, bis zur Produktion von der Programmierung. Und jetzt ist klar, ist Security dran. Mit Security haben wir die gute Chance, entsprechend jetzt alle Elemente, die für eine Security-Anlage sind, frühzeitig im Modell entsprechend zu modellieren. Daraus Verknüpfungen zu den Elektroschema entsprechend zu definieren und auch das schon bereits als Basis für ein Blockschema können zu generieren. Diese Automatisierung kann dann nachher genutzt werden, dass im Betrieb die Daten weiterhin können verwendet werden und wir darum natürlich ganz stark jetzt schauen, dass viele Projekte können gemacht werden mit der Basis von einem Modell, weil im Betrieb sind wir alle froh, dass wir mit unserem Ecodomus den Kunden können die Möglichkeit geben, ihre Anwendungsfälle, um Security auch zu warten, das ganze Facility Management und der Sicherheitsbeauftragte ihre, seine Funktionen bearbeiten, dass er das digital alles zur Verfügung hat. Ich würde eigentlich unsere Planer motivieren, mehr und mehr auch Security-Projekte mit den Sicherheitsbeauftragten digital anzuschauen, dass man die Zusammenarbeit zwischen einem Elektriker, einem Installateur, einem Planer und uns als Errichter können intensivieren, um nachher beim Bauen von der Anlage entsprechend auch im Betriebnahme mit den digitalen Möglichkeiten zu unterstützen. In einem Artikel unter safety-security.ch gehen wir tiefer darauf ein, wie die Sicherheit dann genau von BIM profitieren kann. Da gibt es nämlich so manches Beispiel.